Das Schlimmste war, dass ich gedacht habe, dass ich sterbe und dass meine Tochter ohne Mutter aufwachsen muss. Ich habe eben einen Anruf bekommen von der Klinik. Was ist los? Ich bin die Caro, ich bin 28 und habe mit 27 die Diagnose Brustkrebs bekommen. Ich war 2,5 Jahre So, bitteschön. daheim wegen meiner Tochter, also Elternzeit, und habe Noch dann mehr? gerade wieder angefangen zu arbeiten. Und ja, nach einer Woche kam dann schon die Diagnose. Den Post habe ich vor 32 Wochen geschrieben. Man selbst denkt immer, Krebs ist so weit weg von einem, bis man doch betroffen ist. Das hat damit angefangen, dass ich den ersten Knoten, der war plötzlich einfach da. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass der kam, und habe das untersuchen lassen. Da hieß es ja dann, es ist das Fibroadenom. Das ist ein gutartiger Tumor praktisch, kommt aber sehr häufig vor. Entweder die gehen von alleine weg oder die bleiben halt, aber es ist nichts Schlimmes. Und dann kamen relativ schnell noch 5 Knoten dazu in einem kurzen Zeitraum, und das hat mich dann so ein bisschen stutzig gemacht. Ich war dann auch bei verschiedenen Frauenärzten, einfach um mir verschiedene Meinungen einzuholen, und die haben alle gesagt, es sind Fibroadenome. Und ja, habe dann aber zum Glück nicht locker gelassen und bin zum Spezialisten gegangen, und die haben dann eben Mammographie gemacht. Ich wollte gerade mit meiner Tochter einkaufen fahren. Wir sind zum Auto gelaufen. Da hat mich meine Ärztin dann angerufen und hat dann gesagt, es wurden Krebszellen entdeckt. Und in dem Moment war ich noch relativ gefasst und bin aber wieder zurückgelaufen nach Hause. Und da ist dann alles aus mir rausgebrochen. Also da denkt man dann ja erst, man muss sterben, das Kind muss ohne Mutter aufwachsen. Und da habe ich erst mal geheult wie ein Wasserfall. Das war schon sehr schlimm. Habe dann erst meinen Papa angerufen, weil der ja auch Krebs hatte vor ein paar Jahren, vor 32 Wochen. Es ist noch so unreal. Man zermürbt sich den Kopf und stellt sich tausend Fragen, auf welche man vorerst keine Antwort hat. Wieso ich? Wieso jetzt? Es ist so unfair. Ich habe den Instagram-Kanal direkt am Tag der Diagnose aufgemacht. Das war eigentlich mehr für mich wie so ein Tagebuch. Ich hatte an dem Tag am späten Nachmittag noch einen Anruf bekommen von der Klinik. Die hat mir direkt 10 Termine vorgegeben zum CT, zum MRT, zum Blutabnehmen hier, zum Blutabnehmen da. Ich habe es direkt angenommen, weil ich wusste, wenn ich das nicht mache, kann es schlimm ausgehen. Und das wollte ich natürlich nicht. Also gerade wenn man ein kleines Kind hat und auch für einen selbst. Also ich bin ziemlich schnell in den Kämpfermodus umgesprungen. Vor 32 Wochen. Vor mir liegen 20 Wochen Chemo, eventuell anschließende Bestrahlung plus Operationen. Bei der ersten Chemo habe ich es halt am Abend direkt gemerkt. Ich war komplett müde, ich konnte kein Wasser mehr trinken, ich konnte nicht essen, weil ich nichts schlucken konnte, weil alles einfach so anstrengend war. Es wurde mir schon gesagt, man ist müde, aber anders müde, also heftig müde. Und ich war geschockt, wie schwach ein Mensch sein kann. Ich konnte nicht allein zur Toilette gehen. Ich habe eigentlich nur gelegen. Ich habe von Anfang an gesagt, die Chemo ist nicht mein Feind, sondern mein Freund, weil sie mir eben hilft, den Krebs rauszukriegen, oder die mich eben im besten Falle wieder gesund macht. Vor 13 Wochen. Über das Wochenende lag ich fast nur im Bett. Zu mehr war ich sowieso nicht in der Lage. Und wisst ihr, wenn man nichts macht, werden die Gedanken laut, richtig laut. Es gab eine Situation. Da lagen wir alle drei im Bett, und ich habe gemerkt, ich muss jetzt mal kurz weinen gehen, danach geht es mir besser. Und da will man natürlich nicht, dass das Kind es mitbekommt. Deswegen habe ich mich dann ins Bad geschleppt und bin da dann aber zusammengebrochen, weil es ging einfach nicht mehr. Und dann habe ich meinen Partner gerufen, und dann kam sie natürlich hinterher, hat gesehen, dass ich weine, und hat mir die Tränen abgewischt und hat mir einen Kuss auf die Stirn gegeben. Und das ist jetzt noch sehr emotional. Vor 29 Wochen. 3 Wochen Postdiagnose, 3 Wochen voller Tränen, Wut, Schmerz, Verzweiflung. Termine hier, Spritze da. Aber das Wichtigste, der Wille ist da. Der Wille entscheidet. Ich bin seit der ersten Chemo immer mal so durch die Haare gegangen, und dann irgendwann, so 12 Tage später, hatte ich dann mehrere Haare in der Hand. Ich habe im Voraus schon meine beste Freundin mit integriert, weil sie Friseurin ist. Und sie kam dann am nächsten Tag und hat sie mir abrasiert. Und der Moment war gar nicht so schlimm. Also wir haben geweint, klar. Ist nicht schön, wenn man sich die Haare abrasieren muss. Aber wir haben eigentlich mehr gelacht.
Vor 26 Wochen. Wow, dieses Foto kostet doch etwas mehr Überwindung als gedacht. Dennoch möchte ich es teilen. Das bin ich. Ganz akzeptiert habe ich es noch nicht. Momentan unvorstellbar, ohne Kopfbedeckung das Haus zu verlassen. Ich glaube nicht, dass ich schon die Kraft habe, die Blicke der Menschen zu ignorieren. Das war schon echt komisch, weil ich Angst hatte vor den Reaktionen, weil es eben viele im Internet gibt, die dann einfach hinter Fake-Accounts stecken und blöde Sachen schreiben. Aber das war zum Glück gar nicht der Fall. Viele schreiben, dass sie selber betroffen sind, weil man eben das gleiche Schicksal teilt, verbindet das eben schneller auf. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich da wirklich auch Leute habe, die, die einfach das Gleiche durchmachen, die mich auch noch mal besser verstehen können und für die auch ich eine Stütze sein kann. Ich bewundere dich, wie du diese schwierige Zeit so positiv angehst. Du bist super. Von wildfremden Menschen, das ist schon schön. Natürlich bekommt man das auch von seinem Umfeld, aber die sind da schon eher verhaltener, weil sie eben nicht wissen, kann ich sie jetzt drauf ansprechen, wie geht's ihr gerade? Und viele trauen sich dann halt auch einfach nicht nachzufragen. Und die im Internet, die schreiben halt einfach. Vor 11 Wochen. Ich bin dankbar, aber auch enttäuscht. Dankbar, dass mein Körper die Chemo so gut annimmt und dem Krebs so in den Hintern tritt. Und enttäuscht, weil ich einfach nicht mehr so kann, wie ich möchte. Die kleinsten Dinge bringen mich außer Atem. Ich bin längst nicht mehr so belastbar, wie ich mal war. Die energiegeladene, belastbare, starke Caro. Es ist so, ich kann es nicht mehr ändern und ich habe selbst in der Hand, was ich daraus mache. Es bringt nichts, sich in Selbstmitleid zu baden. Ich habe immer noch nicht so wirklich realisiert, was da eigentlich passiert ist die letzten Monate. Vielleicht dauert das bei mir eben länger, bis es ankommt. Vielleicht mit dem Anruf, wenn die mir sagen, dass ich krebsfrei bin. Vielleicht fällt es dann ab, wenn sie mir aber sagen, dass es eben nicht so ist, dass doch was befallen war. Geht der ganze Spaß von vorne los? Voll am Zittern. Ja, Kap? Ja, ich habe eben einen Anruf bekommen, Christine. Von wem? Von der Klinik. Und? Ich bin krebsfrei. Oh, das ist was, ja, jetzt ist mir das ganz schlecht geworden. Ja. Tut euch nur. Ja, super, freut mich. Ja. Oh. Zum Glück, ey. Bin ich glücklich. Oh, ich könnte jetzt gerade heulen. Ja, frag mich mal. Oh Gott. Oh Gott, ja. Papa, kannst du mal kurz herkommen? Wir machen heute Abend eine fette Party, okay? Mein Schatz, du brauchst nicht weinen. Ist alles gut. Mama ist wieder gesund. Wie geht's jetzt weiter? Ich bekomme jetzt noch mit Tabletten und Infusionen eine Weiterbehandlung, einfach zur Sicherheit, dass das nicht nochmal ausbricht. Ich habe keinen Krebs mehr. Scheiß es weg. Und allein dafür hat es sich gelohnt, so, ne? Nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ich komme gerade nicht so klar. Oh Gott, Papa. Oh, wie lange habe ich drauf gewartet, dieses Video hochladen zu können, hey. Es geht schon los. So nach der Geburt meiner Tochter bin ich dazu gekommen, einfach Torten zu backen. Ich habe immer mehr Kuchen gebacken für Freunde, für Familie und ich hatte einfach so einen mega Spaß daran. Und es war auch etwas, was dann halt auch einfach nicht mehr ging, weil ich es körperlich gar nicht auf die Reihe bekommen habe. Wir waren ja eigentlich fast jeden Tag in Kontakt, sozusagen. Ja. Ich habe gefragt, wie geht's und wie ist heute? Und dann war es halt mal so gut, mal nicht gut. Also ich bin sehr dankbar, dass mein Papa da auch so hinten dran war oder auch immer noch ist. Klar, ich habe auch natürlich alle Unterstützung von meiner Mutter, das will ich, ne, auch von allen anderen. Aber es ist eben doch noch mal was anderes, so Vater und Tochter. Vater hat es auch schon erlebt. Und das schweißt halt auch irgendwo zusammen, ne? Es ist mit dem Anruf natürlich sehr viel abgefallen, sehr viel Anspannung, sehr viel Last. Und
Aber ich glaube, es wird trotzdem noch ein paar Tage dauern, bis ich wirklich das im Kopf habe, dass ich jetzt wirklich krebsfrei bin. Ja. Aber es ist so. Ich bin krebsfrei. Vielleicht muss ich das noch ein paar Mal sagen und dann... Das dauert nicht ein paar Tage, das dauert eine ganze Weile. Mein Leben wird nicht mehr wie früher. Man achtet viel mehr auf sich und seine Bedürfnisse. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mit meiner Freundin nach Mallorca fliegen, weil ich das gerade brauche, dann mache ich das. Was für ein Glück man hat, dass man eben gesund ist, dass man jeden Morgen aufwachen darf, dass man keine Schmerzen hat, dass man Bewegungsfreiheit hat. Und das hat halt eben nicht jeder. Dann gucke ich mal auf mein Handy, ob mein Post schon ein paar Leute erreicht hat. 86 Kommentare sind es schon. Nach einer halben Stunde. Ich kenne dich nicht persönlich, nur von Instagram her, aber ich habe gerade Tränen in den Augen vor Freude. Tschüss. Zu viele. Gekämpft und den Kampf gewonnen. Ja. Ich will auf jeden Fall einfach nur leben. So wenig Stress wie möglich, so wenig Streit wie möglich. Genießen, Familie sehen, einfach den Moment mitnehmen. Wenn man unzufrieden im Job ist, dann wechsel ihn doch einfach. Also für was unzufrieden sein, wenn man eben die Möglichkeit hat, das zu ändern. Und einfach machen und nicht, ja, irgendwann und vielleicht und nee, einfach machen. Mach das, was dich glücklich macht, weil du hast eben nur das eine Leben.